Aber ich will jetzt einleiten, ich will über den ersten Referenten etwas sprechen und ich hoffe, ihr versteht, warum ich diese Vorrede so gewählt habe, dass wir uns weit öffnen. Das erste Thema, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen, das erste Thema geht um den Iran. Iran ist im Moment in den Medien, wird schlecht geredet, der Iran wird so fast als Feind der Menschheit deklariert. Also wenn man auf die Massenmedien hört, schneidet der Iran denkbar schlecht ab. Das ist dann diese Nation, die im Begriff ist, eine Atombombe zu bauen, die man fürchten muss, sodass Israel mit seinen 200 Atombomben sich zur Notwehr gedrängt fühlt und so weiter. Er kennt die Schlagzeilen über den Iran, sie können schlechter nicht sein, was man alles über Ahmadinejad und so weiter erzählt. Das braucht eine Gegenstimme. Mir war es darum wichtig, einen Mann auszuwählen als Referenten, als ersten Referenten heute. Ein Mann, der von der allervordersten Front ist. Ich beschreibe kurz diesen Mann, den ihr jetzt hören werdet. Dieser Mann, den ihr jetzt hören werdet, er war schon 1980, also vor 32 Jahren schon, war er Generaldirektor des iranischen Radios und Fernsehers. Also vor 32 Jahren schon Generaldirektor des iranischen Radios und Fernsehers. 1984 war er Bereichsleiter des Europäischen Politischen Ministeriums im Außenministerium. 1985 war er Botschafter der Islamischen Republik in Belgien. Bereichsleiter der iranischen Delegation der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaften. 1988 war er Generalsekretär der Vereinigung für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 1998 Generaldirektor des Ministeriums für Ostasien und Ozeanien im Außenministerium. Im Jahr 2000 war er Botschafter des Iran in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 2006 Generaldirektor für Bewertung und Aufsicht im Außenministerium. 2008 stellvertretender Minister für Amerika im Außenministerium. Und heute vertritt er den Iran als Schweizer Botschafter in Bern. Wir sprechen hier, jetzt darf ich Sie nach oben bitten und bitte ihn ganz herzlich willkommen zu heißen. Wir sprechen von niemand Minderem als seine Exzellenz, Dr. Alireza Salari, herzlich willkommen. Es ist eine ganz mächtige Ehre, Sie in unserer Mitte willkommen zu heißen. Dr. Salari wird über 140 Jahre Freundschaftsvertrag zwischen Schweiz und Iran sprechen, haben wir noch nie sowas gehört, das ist schon die erste Enthüllung. Er wird über das sprechen, was man über den Iran wissen sollte, aus erster Hand, unzensiert, hier bei der AZK. Im Namen Gottes, in the name of God, the gracious, the merciful. Des Barmherzigen. I would like in the beginning to present some verses of Quran, the sacred book of the Muslims and all believers in one God. Ganz am Anfang möchte ich einige Verse des Korans zitieren, welches ein heiliges Buch ist der Moslems und aller Gläubigen an einen Gott. About a very sacred person, which is Maria, Mariam. Über eine sehr heilige Person, nämlich Maria, Mariam. These are the verses. Dies sind die Verse. Saint Maria. Und zwar über die heilige Maria. The mother of Jesus Christ, peace be upon him. Die Mutter von Jesus Christus, Friede sei mit ihm. The whole chapter, or in Arabic named Surah, is named after Saint Maria. Maria chapter. Dieses gesamte Kapitel im Arabischen nennt man es Sure, nennt man auch das Maria-Kapitel. I hope that you could read for yourself. Ich hoffe, dass ihr diese Verse für euch selbst lesen könnt. In some silence. Und zwar in einer andächtigen Stimmung.
the most beautiful verses of Quran about the most beautiful body and person and the most sacred woman, as Quran says, in the whole world. Und wir sprechen hier über die wunderbarsten Verse des Korans, den wunderbarsten Körper und die wunderbarste Frau, die der Koran kennt, und eine große heilige Person. Gedenke im Koran Marias, als sie sich von ihren Angehörigen entfernte und an einem Ort im Osten aufhielt. Sie trennte sich von ihnen durch einen Vorhang, und wir schickten ihr unseren Geist Gabriel, der sich ihr in der Gestalt eines wohlgeformten Menschen zeigte. Sie sagte: Ich bitte Gott, dem Barmherzigen, um Beistand gegen dich. Du mögest gottesfürchtig sein. Ich bin doch ein Bote deines Herrn, damit ich dir einen reinen Sohn beschere. Da sagte sie: Wie könnte ich einen Sohn bekommen, wo mich kein Mann berührt hat und ich nicht unkeusch gewesen bin? Er antwortete: So ist es. Also sprach dein Herr: Das ist mir ein leichtes. Wir machen ihn zu einem Zeichen für die Menschen, als eine Barmherzigkeit von uns. Es ist eine beschlossene Sache. So empfing sie ihren Sohn und begab sich mit ihm in ihrem Leibe an einen fernen Ort. I go a little faster. I know that you could have access to Quran on the internet, and these chapters especially, it was only an opening for you to go and make more inquiry about what the two very great religions of Islam and Christianity have in common. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller vorwärts, denn ich bin überzeugt, dass ihr selbst Zugang habt durch das Internet auf den Koran, und so werdet ihr euch Informationen holen über die zwei größten großen Religionen, die es gibt, nämlich den Islam und das Christentum und das, was sie gemeinsam haben. Now we go to the main subject. Und nun kommen wir zur eigentlichen Botschaft. I'm very grateful to the organizers of this gathering, especially our friend Mr. Sasek. Ich bin sehr dankbar den Organisatoren dieser Konferenz und ganz speziell dem Herrn Ivo Sasek. As the representative of my country, Islamic Republic of Iran, I should talk about Iran. Natürlich werde ich als Repräsentant meines Landes, der Iranischen Republik, über die Republik Iran sprechen. But tonight, today, before talking about Iran, I would rather talk about the world geopolitics. Aber bevor ich jetzt über den Iran spreche, möchte ich über die weltgeopolitische Lage sprechen. Our world is in a process of deep change. Unsere Welt befindet sich in einem Prozess gravierender Veränderung, an einem wirklichen Wendepunkt und ist an einem Machtwechsel angekommen. We are witnessing a great shift of power in the world. And how this shift of power has taken place. From 400 years ago, the world. Seit nun 400 Jahren verliert die Welt immer mehr ihr Gleichgewicht. The justice, die Gerechtigkeit und auch die Proportionen der Gerechtigkeit sind in dieser Welt immer mehr verloren gegangen. Und wie ist das passiert? Die Kolonialisierung hat eine totale Ungerechtigkeit in der Welt hervorgerufen. Sie plünderten die gesamten Ressourcen des Planeten, und zwar zugunsten von einem ganz kleinen Anteil der Weltbevölkerung. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Kolonialisten an die Macht kamen, waren die Ressourcen der Welt eigentlich sehr gleich verteilt unter den Nationen der Welt. The resources of the world were distributed rather fairly among the nations of the world. For example, zum Beispiel gehörten 30 bzw. 20% der Weltproduktion China und Indien im Verhältnis zu ihrer Fläche und Bevölkerungsgröße. Und Europäer hatten beständige Handelsdefizite mit diesen beiden. Aufgrund dieser Tatsache nun entstand die Idee des Kolonialismus. Indien, dann China und ganz Asien und folglich auch Afrika wurden besetzt.
um diese Mängel der westlichen Kolonisten zu kompensieren. When the Chinese refused the import of opium by Britain, which promoted opium addiction, opium war waged on China by Britain. Als die Chinesen nun sich weigerten, von den Briten das Opium einzuführen, da es abhängig macht, starteten die Briten den sogenannten Opiumkrieg gegen China. How this opium was cultivated? Wie wurde das Opium nun angebaut? When they occupied, the British occupied India, they changed rice paddies into opium farms to produce opium to be exported to China to make for the trade deficit with China. Als nun die Engländer Indien in Besitz nahmen, wechselten sie die Frucht der Felder von Reis in Opium und dieses dort angebaute Opium wurde nach China exportiert, damit das Handelsdefizit, das England mit China hatte, aufgehoben wurde. Later on, after this opium war, which by its name is also very ugly, we had destructions and even atom bombs to be used against these nations to keep them under the yoke of the Western hegemons. Später dann, als dieser hässliche Opiumkrieg zu Ende war, benutzte der Westen Zerstörung, ja bis hin zu Atombomben, um diese Länder unter dem Diktat und dem Joch der westlichen Länder zu halten. Then the whole crops were manipulated. Dann wurde die ganze Ernte manipuliert, und zwar um das Handelsdefizit mit den europäischen Kolonisten zu manipulieren. Zum Beispiel Reisfelder in Indien wurden umverwandelt in Mohnfelder, um Opium zu produzieren. Dieses Opium wurde dann nach China exportiert, um so Großbritanniens Handelsdefizit mit China auszugleichen. I explain this slide now for you, that how the world was changed and how the colonialists came there. But from 60 years ago, this trend changed. Vor 60 Jahren nun hat sich dieser Trend aber verändert. The nations of the South noticed the extreme degree of injustice and one by one revolted against it. Die südlichen Nationen erkannten den extremen Grad der Ungerechtigkeit und revoltierten, einer nach dem anderen, und es entstand die Notwendigkeit unabhängiger Mächte. So we had the emergence of independent powers based on real potentials of the people in Asia, Africa, das Hervorkommen unabhängiger Mächte aufgrund der wahren Potenziale der Asiaten, der Afrikaner und der Amerikaner. Now, the present situation in the world. Und nun kommen wir zur aktuellen Situation in dieser Welt. Only five nations of BRICS, you know what BRICS stands for. Nun ist es so, dass allein nur die fünf Nationen der BRICS produzieren, und ihr wisst doch, für was BRICS steht. Brasilien. Russland, Indien, China and South Africa, China und Südafrika, produce $25 trillion, which is as much as the whole Euro-Atlantic hegemons. I mean North America and Europe all together. Diese fünf produce the same as these five countries in the world. Nun ist es so, dass die fünf Nationen der BRICS zusammen etwa $25 billion produzieren. Das ist so viel wie ganz Amerika und Europa zusammen. And from 2013, from next year, beginning of next year, China in real terms would be the first economic power of the world. Und von 2013 an wird China in wahrhaftigen Zahlen die erste ökonomische Kraft sein auf der ganzen Welt. Followed by India as the third economy of the world and Japan as the fourth. Und zwar gefolgt dann von Indien als die drittgrößte Wirtschaftsmacht und Japan als die viertgrößte Wirtschaftsmacht. We have only America, United States of America, as the second power among these four major powers of the world, which are in Asia only. Und so haben wir nur die USA als die zweitgrößte Wirtschaftsmacht auf der Welt,
die unter den 5 größten dabei ist, wobei schon 4 Mächte allein in Asien dies sind. In less than a decade, more than 60% of world production is going to be done only in Asia. Und in schon weniger als einer Dekade wird es so sein, dass 60% der gesamten Weltproduktion allein aus Asien kommen wird. Now only 50% is produced in Asia, which is a great promotion from the past. Und momentan ist es so, dass Asien 50% der Weltproduktion produziert, was schon ein Riesenfortschritt ist gegenüber der Vergangenheit. And Euro-Atlantic economy and economic power would shrink to a quota of only 25% of the whole world. Und die europäische, amerikanische Wirtschaftskraft wird fallen auf eine Quote von nur 25% gemessen am Weltaufkommen. Euro-Atlantic was producing in the past century more than 60% of the whole economy of the world. Amerika und Europa zusammen haben im vergangenen Jahrhundert etwa 60% der Ökonomie geleistet. So we would have a more equitable and more democratic world. So haben wir eine mehr demokratische und eine mehr ausgeglichene Welt. This is what we will have in future. Und das werden wir in Zukunft sehen. So, was ist die Rolle des Iran in diesem Prozess? Okay. What's the role of Iran in this process? Thank you. What is Iran? Was ist der Iran? I've written for you. Ich habe für euch aufgeschrieben, bis 1935 als Persien bekannt, bedeutet Land der Arier, mit rund 78 Millionen Einwohnern und einer Fläche von 1.648.195 Quadratkilometern zählt er zu den 20 bevölkerungsreichsten und größten Staaten der Welt. Die historische Kreuzung zwischen Asien, Europa und Afrika. Iran neighbors 16 nations and states. Iran hat 16 Nationen und Staaten als Nachbarn. Stretch from Indian Ocean towards the Caucasia. Und es streckt sich vom Indischen Ozean weiter bis zum Kaukasus. Having 4 seasons simultaneously. Und es hat 4 Jahreszeiten gleichzeitig. What was Iran's civilization? As you see on the map, this was the map of 2500 years ago of Iran. Was war die iranische Zivilisation? Wir sehen hier eine Karte der Geschichte des Irans vor 2500 Jahren. My country faced with many crises and fluctuations in its long history. Iran hat eine Menge Krisen und Fluktuationen in ihrer langen Geschichte erlebt. Different wars were waged upon my country. Viele Kriege wurden meinem Land aufgezwungen. Iran now encompasses only a fifth of the area it had 2500 years ago, as you saw on the map. Der Iran hat momentan etwa nur ein Fünftel der Staatsgröße, die ihr gesehen habt auf der Karte, die 2500 Jahre alt ist. Noch vor 170 Jahren hatte unser Land eine Größe von 3 Millionen Quadratkilometern. Including most of the present Caucasia and Central Asia. Und dazu gehört ein großer Teil des gegenwärtigen Kaukasus und Zentralasien. Now Iranian civilization. Nun kommen wir zur iranischen Zivilisation. Persian is considered an Indo-European language, my Farsi language. Persisch wird als indogermanische Sprache angesehen. Iran has been a monotheist nation from Zoroaster, the prophet, till now, from 3 years ago till now. Der Iran ist eine monotheistische Nation vom Zoroaster, dem Propheten, vor 3000 Jahren bis heute. The motto of the Zoroastrians from 3000 years ago was good thought, good words and good deeds. Das Motto der Zoroaster bis heute ist das gleiche: gute Gedanken, gute Worte und gute Taten. But Shia Islam at the moment and the principles of justice in Shia Islam add to the present value system of Iran. Das Schia-Prinzip des Islams zusätzlich zu unserem gegenwärtigen System verfolgt das Prinzip der Gerechtigkeit. According to our belief, according to the belief of the Shias, gemäß unserem Glauben, dem Glauben des Schias,
Even God promises justice and truth in his acts and commands. Und selbst Gott hat Wahrheit und Gerechtigkeit in seinen Taten und in seinen Anordnungen versprochen. And the word in Quran, according to which the Shi'is believe that the God also has limited himself to work according to justice, is shown here below. Und gemäß dem Koran und gemäß unserem Schia-Glauben hat sich Gott selbst limitiert, dass er handelt in Gerechtigkeit und Wahrheit, so wie es diesem Vers unten steht. Was ist nun die Rolle des Iran im Weltprozess? In fact, the first revolution, this is the role. The role is that. The first revolution and the first parliament in Asia and the third world started in Iran. Tatsächlich ist es so, dass die erste Revolution und das erste Parlament, das in Asien entstanden und in der dritten Welt entstanden ist, im Iran gestartet ist. This is the ancient parliament of Iran. Und hier sehen Sie ein Bild des ersten Parlaments in Iran. This whole system and the revolution against the colonialists gave an example to the world downtrodden masses. Und dieses System und die Revolution gegen die Kolonialisten gab ein Beispiel für alle unterdrückten Massen. So, the colonialists did not sit idle. Und es war nun nicht so, dass die Kolonialisten nun untätig herumsaßen. Our parliament was shelled in 1908 by Colonel Liachov, the Russian. Nein, es war so, dass das Parlament 1908 zerschlagen wurde durch einen russischen Colonel, nämlich Herrn Liachov. And the British re-established monarchy by the coup d'etat of Reza Khan, which was supported by them in 1921. Nein, es war so, dass die britische Krone Reza Khan 1921 unterstützte, als er einen Staatsstreich durchführte, um wiederum eine Monarchie zu etablieren. Yet in 1951, the first democratically elected government by Prime Minister Mossadegh, Dr. Mossadegh, was formed. Und doch 1951 wurde die erste demokratisch gewählte Regierung eingesetzt durch Premierminister Dr. Mossadegh. You see his picture on the background. Sie sehen sein Bild hier im Hintergrund. Dr. Mossadegh in fact had a connection to Switzerland. Damals schon hatte Dr. Mossadegh eine Verbindung in die Schweiz. He got his PhD from Neuchâtel University in Swiss. Er bekam seinen Universitätsabschluss von der Universität in Neuchâtel. He did great tasks like nationalization of oil industry. Und er verfolgte große Ziele, wie zum Beispiel die Verstaatlichung der Ölindustrie. Because of what he did in the direction of independence of Iran, he was punished. Aufgrund seines Unabhängigkeitsbestrebens für den Iran wurde er verfolgt und geschlagen. So there was a very severe imposition of sanctions by the West of those times. Und so wurden starke Sanktionen gewirkt durch den Westen dieser Zeit. So the sanctions are not a new thing against Iran. So sind Sanktionen gegen den Iran nichts Neues. And after years of sanctions in 1953, the Anglo-American coup d'etat, the second coup d'etat in fact in our contemporary history, was against Dr. Mossadegh and his trial was shown on the televisions of the world. Und nach Jahren der Sanktionen erwirkten die Angloamerikaner wiederum einen Coup d'etat, den zweiten, gegen Dr. Mossadegh und erwirkte einen Schauprozess, der in weltweit im Fernsehen ausgestrahlt wurde. The coup d'etat regime of Shah under the protection of all five permanent members of UNSC, UN Security Council. Der Staatsstreich vom Regime von Shah unter dem Schutz aller fünf ständigen Mitglieder des UNSC, dem Sicherheitsrat der UN. Continued until the revolution. Und das dauerte an bis hin zur Revolution. Human rights violations until 1979, the year of the Iranian Revolution, continued. Und weiterhin Menschenrechtsverletzungen bis 1979, dem Jahr der Revolution. We offered 60,000 martyrs during this revolution to the whole world freedom. Während dieser Periode opferten wir 60,000 Märtyrer zur Freiheit der ganzen Welt. The national wealth of Iran was plundered. Der nationale Besitz
des Irans wurde geplündert. Until the revolution day, we were exporting, only exporting 6 million barrels of oil per day. Es war nämlich so, dass bis zum Tag der Revolution allein 6 Millionen Barrel Oil tagtäglich exportiert wurden. At the moment, from 34 years ago till now, we are only producing 4 million barrels. Und von 34 Jahren an bis heute produzieren wir nur 4 Millionen Barrel. Es ist also so, wir produzieren seit 34 Jahren nur täglich 4 Millionen Barrel. This revolution and seeking of independence resulted to democracy in Iran. Und diese Revolution und das Streben nach Unabhängigkeit gipfelte in der Demokratie des Irans. On 11th February 1979, Islamic Revolution was victorious. Und am 11. Februar 1979 war dann die islamische Revolution erfolgreich. We had our first referendum on the 1st of April 1979. Kurze Zeit später, am 1. April 1979, hielten wir unsere erste Volksbefragung ab. 8 days after the victory of the revolution. Wie gesagt, nur 48 Tage später nach der Revolution. This is the first revolution or the first system in the world being formed. And put the whole system in a referendum after 40 days. Das war das erste Mal in der Welt, dass ein System geformt wurde und bereits nach 48 Tagen in einer Volksbefragung installiert wurde. This was the freest and most participated referendum in the history. Dieses Referendum war das freieste und beteiligungsreichste in der ganzen Geschichte. It was done in front of the cameras of the whole world. Und die Kameras der ganzen Welt waren damals live dabei. You could refer to the internet and the history of Iran and that day, 1st of April 1979. Und Sie können sehr leicht im Internet über die dortigen Geschehnisse vom 1. April 1979 nachforschen. 98.2% of the participants voted for an Islamic Republic in Iran to be established. 98,2% der Wähler sprachen sich für eine islamische Republik des Irans aus. I'm not talking about referendums or elections in Saddam's government or in Egypt's of Mubarak. Und wir sprechen hier nicht von einem Referendum oder einer Wahl, wie es bei Saddam Hussein oder bei Mubarak in Ägypten passiert ist. Really and really for the first time in the history of mankind, 90% of the whole, more than 90% of the whole population participated in this referendum. Und es war wirklich so, dass das erste Mal es war, dass 90%, ja mehr als 90% der ganzen Bevölkerung teilnahm an diesem Referendum. And 98.2% of them, of the participants, voted for an Islamic Republic. 98,2% von diesen Wählern wählten wirklich die Islamische Republik des Irans. Please find another version of democracy, more plebiscitary than this example that I have provided for you. Bitte finden Sie doch eine andere Version einer Demokratie, noch anschaulicher als das, was ich bis jetzt gesagt habe. The second referendum took place in the same year. Das zweite Referendum fand statt noch im gleichen Jahr. 24th of October 1979. Nämlich am 24. Oktober 1979. The people in Iran ratified in this second referendum the constitution of this Islamic Republic. An diesem Tag nahm die Bevölkerung des Irans die Verfassung des Landes an. I have just written some chapters of the constitution of the Islamic Republic of Iran for you to have a very summary perusal for yourself. Und hier sehen wir nun einige Kapitel der islamischen Verfassung, so dass Sie, verehrte Zuschauer, einen Überblick bekommen von dieser Verfassung. What you see is the second article. Was Sie hier sehen, ist der zweite Artikel. Negation of all forms of oppression, infliction of it as well as submission to it and of dominance, its imposition as well as its acceptance. Abzulehnen sind alle Formen von Unterdrückung, als auch die Zulassung von solcher Unterdrückung. Und es ist auch abzulehnen, dass irgendeine Dominanz ausgeübt wird oder so eine gut geheißen wird. These are the
parts of the third article. Das sind die Teile des dritten Artikels. Elimination of all forms of despotism, autocracy and monopoly. Und zwar die Abschaffung aller Formen von Unterdrückung, von Selbstherrschaft und von Monopolen. And Article 6 until 24. Und hier sehen wir Artikel 6 bis hin zu Artikel 24. Freedom of religious minorities, Article 13. Die Freiheit für religiöse Minderheiten, Artikel 13. Equal rights for all people. Gleiche Rechte für alle Menschen. Equal rights for men and women. Gleichberechtigung für Männer und Frauen. But the people of Iran, because of establishing of democracy and independence in their own land, were not let idle. They were punished. Aber die Menschen des Irans wurden aufgrund ihres Prozesses der Unabhängigkeit und der Demokratisierung nicht etwa in Ruhe gelassen. Nein, sie wurden bestraft. These are some pictures of the punishments against Iran. Und hier sehen wir nun einige Bilder, wie diese Bestrafung ausgesehen hat. The subject is very difficult. I know the task of my colleague is very difficult. Ich weiß, dass diese ganze Thematik sehr schwierig ist und für meinen Kollegen sehr schwer zu übersetzen. So foreign supported guerrilla wars began only 2 days after the revolution. Und schon 2 Tage nach der Revolution fanden an unseren Grenzen von Fremden unterstützte Guerillakriege gegen uns statt. Border provinces. Imposition of a total war by Iraq of Mr. Saddam Hussein against Iran was started. Und kurz darauf war ein totaler Krieg im Gange gegen den Iran gestartet vom Irak und Herrn Hussein. All the countries of the east and west of those times supported this regime of Saddam Hussein against Iran. Und der Irak und Hussein wurde unterstützt von allen West- und Ostmächten und ihren Marionettenregierungen im Krieg gegen den Hundreds Iran. Hundreds of thousands of Iranian people came to become martyrs and or disabled. Und Hunderttausende von iranischen Leuten wurden entweder Märtyrer oder wurden verkrüppelt. All the infrastructures of Iran were destroyed. Die ganze Infrastruktur des Irans wurde zerstört. And more than that, sanctions against the Islamic Republic of Iran. Darüber hinaus wurden Sanktionen gegen die Republik Iran eingesetzt. But for Iraq, they let a very, very free hand. Aber dem Irak selbst hat man sehr freie Hand gelassen. At the end of the war, the Iraqis used chemical weapons against the Iranians. Und am Ende des Kriegs benutzte der Irak sogar chemische Waffen gegen unser Land Iran. Which was imported from some countries in Europe, unfortunately. Und diese chemischen Waffen waren importiert, unglücklicherweise, aus Europa. But the Iranian nation solely by themselves tried to reconstruct all these war damages. Aber die iranische Bevölkerung, ganz allein auf sich geworfen, machte sich daran, all diesen Schäden vom Krieg wiederherzustellen. And we came to become a rather developed country in the recent years. Und so kam es, dass wir in den letzten Jahren ein sehr weit entwickeltes Land wurden. While always we have been under sanctions. Und das, obwohl wir ständig unter Sanktionen waren. But we decided to rely upon God and ourselves. Aber wir entschieden uns, uns auf Gott zu verlassen und uns auf uns zu verlassen. We tried to our best to promote in every domain of science and technology. Wir versuchten unser Bestes in jedem Gebiet hervorzubringen. In the following slides that I'm going to show you, you will see how Iran in different aspects has promoted. In den folgenden Bildern sehen Sie nun, wie der Iran in den folgenden Gebieten Erfolge feiern konnte. You could yourselves find these statistics on the internet by typing Iran ranking. Natürlich sehen Sie diese Statistiken auch im Internet. Sie müssen nur den Begriff Iran ranking eingeben. Major nuclear facilities of Iran were designed by US and Europe in the 1960s and 70s under the Shah's despotic regime. Alle großen nuklearen Anlagen wurden schon 1960 und 70 durch Europa und die USA gebaut, und zwar hauptsächlich unter dem Despotentum des Schahs.
In fact, Westinghouse Company, the American company, was going to build Boucher reactor. Tatsächlich war es so, dass die amerikanische Firma Westinghouse den jetzigen Boucher-Reaktor angefangen hat zu bauen. Enrichment sites in Isfahan were to be operational in cooperation with Eurodif, a West European company, and Sofidif, Société Franco-Iranienne, pour l'enrichissement de l'uranium pour diffusion gazeuse. Die Anreicherungsanlage in Isfahan wurde in Kooperation mit der Eurodif, einer westeuropäischen Firma, betrieben und der Sofidif, Société Franco-Iranienne, pour enrichissement de l'uranium par diffusion gazeuse. So you see that this enriching facilities, which is the major nucleus of problem between Iran and some Western countries, was going to be established by Europe and America, but before the revolution. Und so sehen Sie, dass diese hauptsächliche Anreicherungsanlage, und das ist der eigentliche Streitpunkt zwischen den westlichen Ländern und dem Iran, lange gebaut war, bevor der iranischen Revolution, noch zu Zeiten des Schahs. Und zwar von wem? Von den Amerikanern. But after the revolution, Europe and US cancelled all these projects in Iran. Aber nach der Revolution im Iran widerriefen die Europäer und die Amerikaner alle diese Projekte. And when we ourselves self-sufficiently tried to rely upon ourselves and build the same things and the same factories, severe sanctions were waged upon us. Und jetzt nun, wo wir versuchen, diese Anlagen aus unserer eigenen Kraft weiterzubauen, bekommen wir mächtige Sanktionen durch diese Länder. So, these are the statistics that I was referring to. Dies nun sind die Statistiken, von denen ich vorher sprach. Let's go to the major items. Iran is now the largest, 16th largest economy in the world. Lassen Sie uns nun zu den Hauptpunkten kommen. Iran ist momentan die 16th größte wirtschaftliche Kraft in der Welt. You see the statistics. According to the sources, World Bank, Business Week, CIF Factbook, World Factbook, all of them are not friends of Iran. Und Sie sehen hier, die ganzen Statistiken beruhen auf Quellen, nicht von uns, sondern Quelle der World Bank, der Business Week, der CIF World Factbook. Und all diese Quellen sind keine Freunde von unserem Land im Iran. For example, in government budget surplus, Iran is the fourth in the world. Und zum Beispiel, was es den Fiskalüberschuss angeht, sind wir an vierter Stelle in der Welt. Gold reserves of Iran are the eighth in the world. Was die Goldreserven angeht, so haben wir die 8 größten Goldreserven in der Welt. Foreign exchange reserves are the 20th in the world. Und unsere Geldreserven, die ausländischen Geldreserven, sind die 20 größten in der Welt. By economic activity of the females, we are having the 6th growth rate. The highest growth rates in Iran. Und was die Aktivitäten von Frauen angeht im Wirtschaftskreislauf, sind wir die 6th größte Nation auf der Welt. Percent of females employed in industry, we are the 5th in the world. Und zum Beispiel die Anzahl der Frauen, die in der Industrie arbeiten, so sind wir die 5th größte Nation auf der Welt. You see in the right hand column the sources, these are not mine. Und sehen Sie noch einmal in der rechten Spalte dieser Statistik die Quellenangaben, das sind nicht meine Quellenangaben. In the next page you see the agricultural and industrial achievements of Iran. Und auf der anderen Seite jetzt sehen Sie die erreichten Ziele, und zwar in der Landwirtschaft und im Industrieausstoß. Total agricultural production of Iran is ranked 13th in the world. Die totale landwirtschaftliche Produktion der Welt ist die 13. größte. We are the 12th motor or vehicle producer in the world. Wir sind der 12. größte Hersteller von Fahrzeugen und Autos. We are the 8th iron producer in the world. Wir schürfen die 8 größten Eisenvorkommen auf der Welt. We are the 16th steel producer in the world. Wir sind der 16. größte Stahlhersteller der Welt. We are the 3rd cement producer in the world. Wir sind der 3rd größte Hersteller von Zement auf der Welt. Only after India and China, which are the greatest and the most populous countries in the world.
Und das direkt nach Indien und China, die die größten und die bevölkerungsreichsten Länder auf der Welt sind. The statistics in this page shows that how construction and the construction in Iran is so active. Und die Statistik auf dieser Seite zeigt uns, wie stark Iran ist in Bezug auf Konstruktion und wie weit wir in der Konstruktion gelangt sind. And in energy sector you will see the statistics of Iran. Und auch hier, was die Energie angeht, sehen wir in der Statistik die Position des Iran. We shouldn't be proud that we have an oil rich country. Wir sollten nicht nur einfach darüber stolz sein, dass wir ein Ölreichtum haben in unserem Land. But in dam building and dam construction, again we are the third in the world. Aber was den Dammbau und die Dammkonstruktion angeht, sind wir die drittgrößte Nation auf der Welt. In the past 34 years we have constructed 500 big or smaller dams. In den letzten 34 Jahren haben wir 500 größere und kleinere Staudämme gebaut. And we have tried to manage 50 billion meter cube of water. 50 billion cubic meter of water. Wir haben mehr als 50 Milliarden Kubikmeter Wasser verwaltet in unseren Staudämmen. Behind these dams as lakes. Das hinter diesen Wänden als Stauseen war. You could go by Google Earth over Iran and see that some lakes are greater than Thun in Switzerland. Und Sie können über Google Earth auf den Iran zoomen und können sehen, einige Stauseen sind größer als der Thuner See. Iran is the 14th electricity producer in the world. Der Iran ist auch der 14. größte Hersteller von Elektrizität in der Welt. But in communication of IT you see the statistics again in this page. I don't want to make you tired. Aber auch in der Statistik und Kommunikation über das Internet sehen Sie einiges, aber ich möchte Sie nicht weiter ermüden. You see, we are again among the 10th or the 20th first countries in the world. Und doch sehen Sie auch, dass wir immer wieder unter den 10 oder 20 größten Ländern der Welt sind. Then in education, dann schauen wir uns das Bildungswesen an. You will see that Iran is among the 10 first countries in the world. Dann werden Sie wiederum sehen, der Iran ist unter den 10 bildungsreichsten Ländern auf der Welt. And especially in education of the female students. Und insbesondere was das den Ausbildungsstand der Frauen angeht. You hear something totally different in the media, mainstream media of the West. Aber bedenken Sie doch, Sie hören etwas völlig anderes in den Mainstream-Medien des Westens. But what I have selected also is from these same media. Including CIA Factbook itself. Aber was ich hier ausgesucht habe, ist von den gleichen Medien veröffentlicht. Die benutzen diese Quellen. Unter anderem CIA World Factbook. And these are the rankings of Iran in science and technology. Und hier ist jetzt die Rangliste der iranischen Wissenschaft und Technologie. And in the environment and health also. Und auch was die Umwelt und die medizinische Versorgung angeht. These are not good statistics, of course. We are the number one country in the world by major earthquakes happened in Iran. Und dies ist nun nicht so eine schöne Statistik, aber der Iran ist weltweit das führende Land, in welchem große und die meisten Erdbeben passieren. It shows that nature also as well as the United States of America sometimes is angry against us. Und es zeigt, dass die Natur, aber auch die Vereinigten Staaten von Amerika manchmal sehr ärgerlich sind auf uns. Number of casualties from earthquakes, we have been the second in the world. Und was die Schäden hervorgerufen durch Erdbeben betrifft, sind wir am zweithäufigsten in der Welt betroffen. I want to show the threats against Iran also, not only opportunities. Ich möchte auch Drohungen gegen den Iran aufzeigen, nicht nur die Möglichkeiten. We have a place in Iran named Ramsar, which has the highest intensity of natural radiation, radioactive radiation there. Wir haben aber auch einen Ort, der heißt Ramsar in unserem Land. Dort ist die höchste messbare natürliche Radioaktivität vorhanden auf der ganzen Welt. But don't worry, the people there also are living over their 80s. Aber bitte sorgen Sie sich nicht, auch die Menschen, die dort leben, die werden weit über 80 Jahre alt. You should go and see, it's something a miracle. Sie sollten hingehen und sich das anschauen, das ist ein Wunder. We have the hottest place on the planet Earth. Wir haben aber auch den heißesten Ort auf dieser Welt. This is Dasht el-Lut or Lut Desert and the statistics comes from NASA. Und das ist die Dasht el-Lut Wüste und die Statistik darüber kommt von der NASA. We have the one of the third oldest tree in the world. This
three sarv of abargo, as we say, which you see on the corner of the picture. Wir haben einen der drei ältesten Bäume auf der ganzen Welt, und Sie sehen ihn dort oben auf dem Bild. 4,000 years old. Und ist bereits 4,000 Jahre alt. And in the health sector, we have the 21st rank in the world. Und was das Gesundheitssystem angeht, so sind wir die Nummer 21 auf der Welt. So, these are the achievements of Iran. So, das waren also die Errungenschaften des Irans. In spite of producing less oil, und obwohl wir weniger Öl produziert haben, as I told you, 4 million total production instead of 6 million only exports before the revolution. Wie ich schon vorher sagte, 4 Millionen Totalproduktion anstatt 6 Millionen Export vor der Revolution. So during the past 34 years, by average, we have saved 2 million barrels per day, each day. Und so kann man sagen, dass wir 2 Millionen Barrel pro Tag eingespart haben. The saving of our oil during the past 34 years after the revolution cost $2.5 trillion. Und das meint, dass in den letzten 34 Jahren nach der Revolution wir 2,5 Billionen Dollar Öl eingespart haben. While our population has increased 120%. Und das, obwohl unsere Bevölkerung um 120% angewachsen ist. We have had 3 million refugees from Afghanistan from 30 years ago in Iran. Und dann hatten wir auch noch 3 Millionen Flüchtlinge aus den letzten 30 Jahren von Afghanistan. And 500,000 Iraqis took refuge in Iran after the Iraqi war started. Und 500,000 Iraqi suchten Zuflucht bei uns, nachdem der Krieg dort begonnen hatte. We are the first country in the world to accept so millions of refugees. Und wir sind das erste Land in der Welt, das so viele Millionen Flüchtlinge in seinem Land aufgenommen hat. So you add all those pictures and guess what has achieved Iran. Und so fügen Sie mal alle diese Bilder zusammen, dann sehen Sie, was der Iran alles erreicht hat. You will see that this nation and this government provides a model for all nations in the south. Und Sie werden sehen, dass diese Nation und diese Regierung ein Modell gezeigt hat für alle Nationen im Süden. And that's what independence and self-reliance yields. Und das ist der Wert von Unabhängigkeit und sich auf sich selbst verlassen. And that explains for all threats and labels against Iran. Und das erklärt aber auch alle Drohungen und alle Vorurteile gegen den Iran. Nuclear problem of Iran so is not an exception. Und auch das nukleare Problem des Irans ist nicht irgendeine Ausnahme. Now let's go to a better and more beautiful subject, Switzerland and Iran. Aber lassen Sie uns jetzt zu einer besseren und zu einer schöneren Thematik kommen, nämlich der Thematik der Schweiz und des Iran. Common values of independence, neutrality and plebiscitary governments. Lassen Sie uns auf unsere gemeinsamen Werte zu sprechen kommen, nämlich Unabhängigkeit, Neutralität und eine durch das Volk gewählte Regierung. Between the two countries we have some common points. Zwischen den beiden Ländern gibt es folgende Gemeinsamkeiten. We are special and unique entities in our own regions. Wir sind ganz speziell in unseren jeweiligen Regionen. And complement each other in the best way. Und wir ergänzen uns auch gegenseitig in der besten Art und Weise. The two countries have exchanged trade for centuries. Die zwei Länder haben bereits seit Jahrhunderten Handelsbeziehungen. The first agreement between the two countries. Das erste was signed in 1873. Und das erste Abkommen zwischen den beiden Ländern bezüglich Handels und Freundschaft wurde unterzeichnet zwischen 1871 und 1873. The agreement on trade and friendship. Ein Abkommen über Handel und Freundschaft. It was prepared in 1871 and signed in 1873. Und dieses wurde vorbereitet 1871 und unterzeichnet 1873. This is the original. The copy of the original manuscript saved in the Federal Archive of Switzerland. Und das ist eine Kopie des Abkommens von damals, das jetzt hinterlegt ist in dem Schweizer Staatsarchiv. My very good friend Vital Burger tried to find it and present this copy to the embassy to be shown tonight. Mein sehr guter Freund Vital Burger hat diese Kopie organisiert
um es der Botschaft zu übergeben, so dass ich es heute präsentieren darf. These are some other pages. Und hier noch ein paar andere Seiten jetzt. Beautifully written and ornamented. Die wunderschön geschrieben und auch schön verziert sind. And this is the French translation. Und das hier ist die französische Übersetzung. So, we have some more important agreements also. Und so haben wir auch noch ein paar andere wichtige Verträge. You can read it on the screen. Sie können es lesen hier auf dem Bildschirm. Da ist einmal das Abkommen über Exportrisikogarantien, dann die Übereinkunft für den Schutz von Investments, dann die Übereinkunft über ein Doppelbesteuerungsabkommen, dann eine Übereinkunft über das Luftfahrtwesen und eine Übereinkunft über den Gasexport. As well as those agreements and bilateral relations, Switzerland is taking care of the interests of the United States of America and Iran. Und zusätzlich zu diesen Abkommen nimmt sich die Schweiz auch noch der Interessen an, und zwar der Vereinigten Staaten von Amerika im Iran. And the interests of the Islamic Republic of Iran in Egypt. Und dann die Interessen der Iranischen Republik in Ägypten. And the Islamic Republic of Iran in the occupied territories of Palestine before. Und aber auch die Interessen der Iranischen Republik in den besetzten palästinensischen Gebieten. With immense complementarities. Es gibt noch eine große Liste an Ergänzungen. Long experience of relations. Eine lange Erfahrung von Beziehungen. Among governments and peoples of the two countries. Unter der Regierung und unter den Völkern. We believe that there is a potential of at least 10 billion CHF trade between the two countries in the near future. So glauben wir, dass es ein Potenzial gibt von mindestens 10 Milliarden Schweizer Franken Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern in der nächsten Zukunft. It could produce good relations between the two countries and good jobs for all Swiss and Iranians. Und das kann eine wunderbare Beziehung aufbauen zwischen den beiden Ländern und auch gute Arbeitsplätze erwirken, sowohl für die Schweizer als auch für die Iraner. Thank you very much for your kind attention and patience. Vielen, vielen Dank für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Now there is if I have some time, 5 or 6 minutes, I don't know how much time I have. Is it finished? Only some pictures are going to be shown with some music, Iranian music, of course. Und nun, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch übrig habe, aber wenn ich noch 6 Minuten bekommen kann, dann würde ich gern ein paar Bilder zeigen, die mit iranischer Musik untermalt sind. So, thank you. Danke sehr. Oh,
Vielen herzlichen Dank, Dr. Salari, für diesen eindrucksvollen Vortrag. Also, es ist mal sehr beeindruckend, allein schon dieses Bild, das sich erneuert hat in meinem Kopf, so wie die Presse uns den Iran darstellt, da sehe ich nur immer eine Wüste. Ja. Irgend so ein brauner Fleck irgendwo auf der Erdfläche. Hier haben wir mal schon rein von der äußeren Form was ganz Neues gehört. Es gibt noch vieles mehr, was über dieses Land zu sagen ist. Natürlich möchte ich jetzt die Gelegenheit benutzen, wir haben hier nicht eine Zeit für ein Plenum, aber die Frage, die natürlich alle beschäftigt, die sicher jedermann gerne von Ihnen beantwortet haben möchte, ist die Frage mit dem roten Knopf. Entwickelt Iran eine Atombombe, ja oder nein? Was sagen Sie dazu? Das müssen Sie uns schon noch gönnen. Hier eine Antwort, solange Sie bei uns sind. Bitte nehmen Sie doch noch eine kurze Stellungnahme. Was ist mit dieser Sache, mit der Atombombe? Ist da was dran oder nicht? The only country in the world, in the region, das einzige Land dort in dieser Region, which has nuclear bombs, das überhaupt atomare Bewaffnung hat and has shown expansionist policies to use them, und die auch Expansionspolitik gezeigt hat, diese zu benutzen, is not the Islamic Republic of Iran. Und das ist nicht die Islamische Republik vom Iran. It is the entity named Israel. Sondern es ist das Gebilde, das sich Israel nennt.
Iran does not need and does not intend to have nuclear bombs. Der Iran braucht weder, noch hat er die Absicht, nukleare Bewaffnung zu haben. You saw the country in some pictures, of course. I invite you all to pay a visit to Iran and directly witness what is Iran. Ihr habt einige Bilder gesehen, aber ich lade Sie natürlich ein. Kommen Sie in unser Land und schauen Sie sich direkt an, was der Iran heute ist. We do not need to have these kind of weapons because no country, no government, if it is a rational government, can use nuclear weapons. Wir brauchen solche Waffen nicht. Und wissen Sie, kein Land, keine Nation, die vernünftig ist, kann solche Waffen überhaupt einsetzen. If they are used for deterrence also, for deterrence they are not useful. Und selbst wenn man solche Waffen nur zur Abschreckung hat, sie sind doch nicht mal für die Abschreckung gebräuchlich. For deterrence also, nuclear weapons are not useful. Selbst zur Abschreckung sind nukleare Waffen nicht brauchbar. You witnessed the smallest and poorest countries in the world, namely Afghanistan. Ihr erlebt es ja, die kleinsten und ärmsten Länder, insbesondere Afghanistan. The nuclear-powered Soviet Union attacked Afghanistan. Die nuklear bewaffnete Sowjetunion griff Afghanistan an. But did they succeed? Aber haben sie Erfolg gehabt? They had to flee from Afghanistan. Sie mussten aus Afghanistan fliehen. So there is no use for atomic weapons or having them even in deterrence or even in winning the wars in the present day. Und so gibt es keine Notwendigkeit für atomare Waffen, weder für Abschreckung noch für einen Kriegsgewinn in dieser heutigen Zeit. What is more important than atomic weapon for Iran is democracy and development. Viel wichtiger für den Iran in der heutigen Zeit ist Demokratie und Entwicklung. By democracy, thank you. I have time. By democracy, I mean that the people should support the government, not atomic weapons. Und mit Demokratie meine ich, dass das Volk das Land unterstützen sollen und nicht atomare Bewaffnung. And the people with the freedoms and the independence that they feel and the development in the country would support the government. Und den Frieden und die Freiheit, die Unabhängigkeit, die die Menschen spüren, und die Entwicklung im Land, das ist das, was die Regierung unterstützt. So be sure that Iran does not intend to have any atomic weapons and does not need it. So seien Sie ganz versichert, Iran hat keine Absicht für eine atomare Bewaffnung und braucht diese auch nicht. But for the past 30 years always you have heard that Iran is going to build atomic weapons in 1 or 2 years. Und seit 30 Jahren hören Sie nun, dass der Iran in 1 oder 2 Jahren so weit ist, Atombomben zu bauen. Every wise person should ask that. Und jede weise Person sollte sich das selbst fragen. After 30 years, this 1 or 2 years has not arrived. Nach nun 30 Jahren sind die 1 oder 2 Jahre immer noch nicht erreicht? So you will understand these are mere lies. Und so werden Sie verstehen, dass sie nichts als Lügen. Herzlichen Dank. Thank you. Thank you very much. Ja. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Diese Punkte auch, wir werden sie noch besser hervorschälen von Ihren Verfassungen. Jetzt können wir wieder aufs Herz achten.
Eure Exzellenz, Sie haben gespürt, was jetzt passiert ist. Wir haben aufs Herz gehört und das schlägt einfach für den Iran. Meines schlägt für den Iran. Sie haben mich gewonnen, vollständig. Ja. Herzlichen Dank. Da können jetzt die Medien sagen, was sie wollen. Das, was rüberkommt, das hat mich besser, eines Besseren belehrt, Stimme und Gegenstimme. Ich brauche da nicht mehr. Ich habe auch die Sendung gesehen mit Ahmadinejad, als er von Klaus Kleber interviewt wurde, da geschah dasselbe. Ich habe geweint vor dem Bildschirm, weil ich gewusst habe, dieser Ahmadinejad ist ein echter, wahrer, demütiger Mensch. Da kommt nur Liebe rüber, nur Herz, nur Liebe. Und das habe ich hier wieder gespürt. Es gibt einen Vortrag von Dr. Salari über die Leiden, die man dem Iran zugefügt hat, mit Schwerpunkt auf das Unrecht, das dem Iran widerfahren ist. Ich wünsche wirklich, dass er die Quellenangaben gibt, dass wir diese Botschaft hören. Ich dachte, er bringt sie heute. Aber zur Ergänzung, was dieses Volk gelitten hat, mit welchem Edelmut, mit was für vorbildlicher Haltung dieses Volk Religionen und allem gegenüber steht, das hat die Welt noch nicht gesehen. Da können wir uns alle mächtige Stücke abschneiden. Also ich wünsche jedem hier drin, dass er sich weiter mit Iran, mit seiner Politik, mit seiner Ideologie, mit einfach seinem Herzen befasst, dass wir die Prägung in die andere Richtung bringen, die einfach viel zu wenig gezeigt wird von diesem Land. Nochmal herzlichen Dank für diesen Beitrag. Wir sind sehr bereichert dadurch. Herzlich willkommen in Luzern. Herzlich willkommen im Herzen der Schweiz. Die Beziehungen zum Iran gehen bis ins 17. Jahrhundert zurück. Damals ließen sich Schweizer Uhrenmacher im Persischen Reich nieder. So zum Beispiel Jacob Rousseau, ein Onkel von Jean-Jacques, oder Johann Rodolf Stadler, geboren 1605 in Stein am Rhein. Im 19. Jahrhundert verstärkten sich die Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere Transport- und Bankensektor. Auch beteiligten sich Schweizer Archäologen an Ausgrabungen in Persien. 1873 unterzeichneten die beiden Länder einen Freundschafts- und Handelsvertrag, 1934 einen Freundschaftsvertrag und Niederlassungsabkommen. Ab dem 20. Jahrhundert kamen Iraner in die Schweiz, wieder frühere und erste demokratisch gewählte Ministerpräsident Mohamed Sajedek, der übrigens auch Schweizer Bürger war. 1919 eröffnete die Schweiz in Teheran ein Konsulat, ab 1936 eine Botschaft. Aufgrund ihrer Neutralität vertrat und vertritt die Schweiz auch heute in Iran viele fremde Interessen. Der Iran und die Schweiz pflegen gute bilaterale Beziehungen. So viel das meiste vom EDA, aus der Webseite des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheit. Auch in unserer Sprache finden wir zahlreiche persische Einflüsse. Das Schach kommt zum Beispiel vom Wort Schah und heißt König. Und wenn der König erledigt ist, dann sagen wir Schachmatt. Des Öfteren essen und trinken wir Produkte hergestellt aus den Trauben Shira. Shira ist bekanntlich eine Stadt im Iran und dort wurde diese Traubensorte gezüchtet. Die Beziehungen mit dem Iran sind also vielseitig und langdauernd. Zuerst redet Dr. Walter Bühlmann. Er hat Archäologie und Bibelwissenschaft studiert und war Forschungsbeauftragter für Bibelwissenschaft und Archäologie an der Universität Luzern. Herr Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick geben, was man da in diesem Land sieht, wie die Geschichte verläuft, etwas, was Sie vielleicht zum ersten Mal hören. Die Bibel, also das Alte Testament, ist nämlich in Iran entstanden, vor allem in Susa. Die Redaktion der Bibel wurde da intensiviert. Wieso gehe ich auch gerne in den Iran? Das hat folgenden Grund. Ich treffe dort sehr viele sympathische Menschen an. Es sind Menschen, die auch den Zugang mit uns suchen.
Jeweils auf unserer Reise machen wir sehr viele Begegnungen. Das ist sehr interessant. Und das Verrückte ist, man lässt mich als Wissenschaftler reden. Die schiitische Religion, die ich sehr, sehr schätze, ich bin ja auch Theologe, ich übrigens katholisch natürlich. Und da muss ich immer wieder feststellen, die Menschen machen ein furchtbares Durcheinander. Sie können nämlich nicht unterscheiden, dass es im Islam gibt es zwei Richtungen, das sind die Schiiten und die sind in Iran natürlich bis zu ungefähr 90%. Dann gibt es eben die Sunniten und wir kennen meistens die Sunniten und dann verbinden wir das meistens immer mit Fundamentalisten. Ich habe das auch erfahren, ich habe eine große Achtung vor der schiitischen Religion, weil ich auch als Theologe sehr viel von dieser Religion lernen kann. Ich bin ein Christ und treffe natürlich im Iran sehr viele Christinnen und Christen an. Ist auch etwas, das die Menschen nicht verstehen. Man sieht sogar Türme, Kirchentürme in Isfahan. Es gibt 16 Kirchen im ganzen Armenierviertel. Aber nicht nur die Armenier, sondern es gibt auch ganz verschiedene christliche Religionen, also natürlich in Teheran selbstverständlich, aber wir haben auch in Urumqi, wir haben einmal ungefähr, glaube ich, etwa 6 Kirchen haben wir besucht, also protestantische, katholische, dann vor allem auch die östlichen Riten. Das sind sehr viele Christen auch da. Ich bin schon zweimal beim höchsten Ayatollah gewesen, vom Qom. Wir haben eine Freundschaft und da merkt man dann plötzlich, also wie einfältig wir manchmal sind. Und irgendwie, wir sind kompetent, oder jeder weiß schon, fällt ein Urteil, aber es wäre vielleicht doch schön, wenn wir etwas bescheidener wären. In the name of God, the gracious, the merciful, the God of all of us, the God of Jews, Christians, Muslims, and even the people who are not believing in these three great religions. This is a real pleasure for me to be amongst the good friends in this very beautiful city of Lucerne. Iran and Switzerland have had a very historical, friendly relationship. How many don't understand English here? You put something in my pocket, I hope it's... I really thank my very good friends who have arranged this program tonight to know each other much better. Ich bedanke mich bei meinen Freunden, die dieses Treffen organisiert haben, damit wir uns besser kennenlernen können. Iran and Switzerland have been in very good contacts from hundreds of years ago. So in the past, we have known each other. That's why Professor Walter and the other colleagues who had gone to Iran presented such a very great presentation here. From thousands of years ago, my country was on the map, but unfortunately, we were in a very, very strategic intersection of the world. Then it was the turn of the Arabs and Muslims to conquer Iran. Dann haben die Araber und Moslems Iran erobert. Of course, we were weak in those times. Wir waren schwach in diesen Zeiten. We accepted Islam ourselves voluntarily. Wir haben freiwillig den Islam als Glaube übernommen. But we tried to complement Islam and complete it. Aber wir bemühten uns, den Islam zu ergänzen. And the Islamic culture, when it was in Iran, it was enriched. So wurde die islamische Kultur im Iran bereichert. All the 6 books, religious books for the Sunni sect of Islam, were written by Iranians. Alle 6 Bücher, die für die Sunniten geschrieben wurden, wurden von Iranern geschrieben. They are called Sahahe Sette in Arabic. Das war eben der Name dieser Bücher.
These are very difficult to be translated, I know. I sympathize with our very good friend. I don't want to bother you with the more names. Und das, die anderen Bücher noch. So that was what we behaved with our Jewish brothers and sisters, what we behaved with our Christian brothers and sisters. Always we have been friends with them in Iran. We very fastly move the history to the present and contemporary world. Wir machen jetzt einen Sprung durch die Geschichte in die moderne Zeit. In the First and Second World War, we were neutral. Im Ersten und im Zweiten Weltkrieg war Iran neutral. But the Allied forces in both wars occupied Iran. Aber in beiden Kriegen besetzten die alliierten Truppen unser Land. Millions of Iranians were dead. Millionen Iraner wurden getötet. Because of the sufferings of these two wars. Infolge dieser zwei Kriege. While we were not a party to each of these fighting members. Obwohl wir auf keiner beider Seiten mitkämpften. So the Iranians made the first revolution. It was the constitutional revolution in 1906. Deshalb gab es 1906 die erste iranische Revolution, eine Verfassungsrevolution. It was before these wars, of course. Es war vor diesen beiden Weltkriegen. But before these wars also, and the prelude to these wars, some parts of Iran were occupied by major foreign forces in those times. Schon vor dem Ersten Weltkrieg wurden Teile Irans durch fremde Mächte besetzt. In 1906, we established the first parliament in the whole Asian continent. 1906 gründeten wir das erste Parlament in der asiatischen Welt. It was only Japan who had some 10 years before Iran its first parliament. But Japan is not located in the Asia continent proper. It's an island outside Asia. 10 Jahre zuvor hatte Japan als einziges asiatische Land eine Verfassung, also eine parlamentarische Demokratie. Aber Japan gilt nicht zum gleichen Teil Asiens wie der Iran. So we were the first democracy in the Asian continent in 1906. Unfortunately, after the First and Second World War, our democracy and our system, everything was wrapped by those occupations. Leider wurde unsere Demokratie während den beiden Weltkriegen durch die fremden Besetzer beseitigt. Then, in 1952, we established again the first democratic government in the whole Middle East. Dr. Mossadegh, you know him very well. Dr. Mossadegh was the prime minister, freely elected in a very democratic system by the whole nation of Iran. But again, very big powers could not tolerate him because he nationalized the most important wealth of our country, oil. Er hat unser größtes nationales, also unser größtes Reichtum, Öl, verstaatlicht. So after 2 years of creating false accusations against him, creating demonstrations in the streets, and terrors, and economic sanctions. These are enough to be translated. Also, 2 Jahre lang haben dann diese fremden Mächte gegen den Iran agitiert, innerhalb wie außerhalb des Landes. Es gab Terror, es gab Demonstrationen wurden organisiert, manipuliert. There was a very bloody coup d'etat by CIA and MI6. Dann haben das britische MI6 und die amerikanische CIA einen Coup organisiert. So Dr. Mossadegh was pushed aside. Unser Premierminister wurde dann beseitigt. And another dictatorial government or dictatorship was imposed upon our nation again. Eine diktatorische Regierung wurde unserem Land aufgezwungen. By who? Wer? Bei wem? Von wem? By those who say we are for democracy in the world. Bei denen, die Demokratie weltweit retten wollen. So we had the Islamic Revolution victorious. Die islamische Revolution siegte. We had only after 40 days the first referendum. 40 Tage nach der Revolution kam es zum ersten Referendum. In this referendum,
98.2%, it was not Saddam's referendum. It was a real people's referendum. 98.2% voted for an Islamic Republic. The very, very democratic basis for any system in the world. Das ist wirklich die demokratische Grundlage für jedes System in der Welt. Then we elected some representatives to write the new constitution. Wir haben dann Volksvertreter gewählt, die die neue Verfassung verfassten. In less than one year, the second referendum was held in Iran for this constitution. Kam es zu einem zweiten Referendum zur Annahme dieser neuen Verfassung. In the second referendum, in less than one year, more than 90% of the population voted for the present constitution. Mehr als 90% der Bevölkerung stimmte dann für diese neue Verfassung. In those days, nobody dared to say there was a cheating. Damals traute sich niemand zu sagen, dass geschummelt wurde. Nobody could really accuse the Iranian nation or government of any manipulation. Niemand konnte die iranische Regierung oder Bevölkerung des Wahlbetrugs bezichtigen. So, the intrigues and plots began. Die Machenschaften und Komplotte begannen. Just like the coup d'etat against Dr. Mossadegh. We faced lots of coup d'etats by the army. Es gab zahlreiche coup d'etats vom Militär. The former army of the Shah. Die frühere Armee des Schahs. 16.000 Menschen kamen bei diesen Terroranschlägen um. They couldn't change anything in Iran. Aber diese Anschläge haben nichts geändert. Iran blieb, was es war. So they intrigued Mr. Saddam Hussein and told him, according to our satellites, the Iranian army is very weak. If you attack Iran, in 1 week you would be in Tehran. Die Fremdmächte bewegten dann Saddam Hussein dazu, den Iran anzugreifen. Behaupteten seine Armee, die Armee des Irans wäre schwach. He attacked Iran. Saddam Hussein griff Iran an. For 8 years we were entangled in this bloody war. 8 Jahre lang tobte der Krieg, which was imposed on us. Der uns aufgezwungen wurde. Hundreds of thousands of Iranians were martyrs. Hunderttausende von Iranern wurden zu Märtyrern. Many Christians and Jews were among these martyrs. Unter diesen Märtyrern gab es viele Christen und Juden. But we again resisted and came up. Aber wir leisteten einmal mehr Widerstand und erhoben uns. Then the sanctions which had begun, they were very much stricter. Die internationalen Sanktionen gegen unser Land wurden strenger. During these past 33 years after the revolution in Iran, in den letzten 33 Jahren nach der Revolution, we have not passed any day without plots, conspiracies, coup d'etat, wars or threat of wars. Es gab in diesen 33 Jahren es verging kein Tag ohne Drohungen, ohne Verschwörungen, ohne Terror, ohne Sanktionen. But the present day Iran, you could search it yourselves on the Iran ranking on the internet to see what is the ranking of Iran in each sector. Sie können aber selbst im Internet nachsehen, wie der Stellenwert des Irans ist in all diesen verschiedenen Bereichen. We are the 16th economic power of the world. Wir sind die 16. Wirtschaftsmacht der Welt. Or 17th, as CIA Factbook says. Oder 17. wie das CIA Factbook das sagt. And we are the 8th producer of iron. Wir sind der 8. größte Eisenhersteller. We are the 5th producer of cement and construction. Wir sind der 5. Weltproduzent für Zement. We are the 3rd dam builder in the world. Staudammbauer der Welt. We are the 12th automobile producer in the world. Wir sind der 12. größte Automobilhersteller in der Welt. And we are in many sectors among the 10 first countries in the world. Und in anderen vielen Bereichen gehören wir zu den 10 besten Ländern der Welt. How? By sticking to our independence and neutrality like Switzerland. Thank you very much.
Jetzt wollen wir reden in medias res. Herr Salari, was sind die neuesten Entwicklungen im Iran? Iran, as usual, is very hopeful that all members of the international community are convinced that we are a good partner for them if they behave rational and reasonable. I talked to the foreign minister of Iran. His main concern was the next summit of non-alignment movement. Iran is at the moment the president of the non-alignment movement of the world. It is comprised of 118 members. Members who are not aligned to any power. And the summit in Tehran in 4 months later would comprise all the leaders of these 118 members in Tehran. Und das Gipfeltreffen, das in 4 Monaten stattfindet, wird dann die Staatsführer, die Oberhäupte dieser 118 Länder zusammenbringen. It is the most important event in the history of Iran. Es ist das wichtigste Ereignis in der Geschichte Irans. And it shows that the real international community is selecting Iran as its chairman. Und das zeigt, dass die reale internationale Gemeinschaft Iran als Anführer gewählt hat. And the international community is not only summarized into EU or US. Die internationale Gemeinschaft besteht nicht nur aus der Europäischen Union oder aus den Vereinigten Staaten. My real apology to our American friend. Ich entschuldige mich bei meinem amerikanischen Freund. We very much like the American citizens. Wir lieben die amerikanischen Bürger. As I told my very good sister. Als ich es meiner guten Schwester erklärte. But we want a real change of their government. Aber wir möchten einen wahren Wechsel auf Regierungsebene. Dominik Bettig, wie sehen Sie das als Altnationalrat? Wie steht die Schweiz zum Iran? Ich habe etwas Angst, dass ein Krieg vorbereitet wird gegen einen Staat, ein Volk, der ethische Werte hat, und diese Werte sind Unabhängigkeit, Neutralität, Widerstandsfähigkeit gegenüber New World Order. Und ein Staat, ein Volk wird diabolisiert. Es gibt viele, viele Medialügen, um die Geister zu diesem Krieg vorzubereiten, aber das gefällt mir nicht. Ich bin für Frieden, ich bin für eine Welt mit vielen Kräften, nicht unipolar, aber multipolar. Es gibt neue Kräfte, die politische Kräfte, ethische Kräfte, die kommen, und das ist für uns wichtig. Wenn man sieht, was jetzt uns die Amerikaner und die Europäische Union macht. Ich sage, wir brauchen Freunde, wir brauchen Hilfe. Und es gibt Leute, die unsere direkte Demokratie bewundern. Das sind die Leute aus Iran. Und was mich auch sehr viel gefällt, ist diese spirituellen Werte. Also was die Iraner machen, ist Mitleid für alle Unterdrückten der Welt. Und das gefällt mir. Sie helfen Palästina, und das ist natürlich ein Verbrechen. Und es ist nicht ein Verbrechen, Leute zu unterstützen, die für ihre Heimat, für ihre Kultur kämpfen. Und das ist mein Ziel. Ich möchte, dass die politische iranische Kultur besser in der Schweiz bekannt ist. Ich habe viele Sachen gelernt. Das war für mich erstaunend, die Rolle der Frauen in Iran, Referendum, Demokratie. Die Revolution war eine nationale Revolution gegen internationale Konzerne, gegen Groß- und Supermächte. Und das gefällt mir. Ich bin immer seit sehr junge. Ich war für die Unterstützung der Nationen, der Völker gegen Imperialismus, USSR-Imperialismus oder US-Imperialismus. Das war immer mein Ziel, diese Revolutionen zu unterstützen. Und Iran ist heute etwas, das zu diesem Modell ähnlich ist. Und natürlich, ich will alles machen, sodass diese andere Sicht von allen Leuten in der Schweiz bekannt ist.
Ja, dann vielleicht direkt eine Anschlussfrage an Professor Walter Bühlmann. Iran ist ja ein Vielvölkerstaat. Das besteht aus Perser, aus Kurden, aus Juden, aus Christen, aus Belutschen. Wie haben Sie in Ihren Iran-Reisen das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen und Völker in Iran erlebt? Ja, ich muss wirklich sagen, was mich immer wieder beeindruckt, ist ja gerade von der Religion her oder von der schiitischen Religion, die leider in unseren Gegenden nicht verstanden wird. Und ich habe sehr viel gelernt gerade von dieser schiitischen Religion, weil sie sehr offen ist. Also ich selber als Katholik muss wirklich ein Kompliment machen, wie die Schiiten umgehen mit ganz modernen Fragen. Ich muss sagen, wenn ich so einen Vergleich mache zwischen Sunniten und Schiiten, würde ich sagen, die Sunniten sind eher die Katholiken. Ich bin Katholik, oder? Und die Schiiten sind eher die Reformierten, die Protestanten. Das heißt, ich erlebe eben auch von der Religion her, oder erlebe ich diese Offenheit. Also man kann mit den Leuten reden, man kann auch solche Fragen oder kann man aufgreifen. Natürlich gibt es im Iran auch viele, die sind mit der Religion, haben auch nicht mehr viel. Aber wenn man wirklich Menschen immer wieder trifft und darüber diskutiert, dann findet man doch sehr viele, die Verständnis haben. Und dann auch wissenschaftlich, oder? Also ich meine, da ist sehr viel Potenzial auch vorhanden gegenwärtig. Vor 4-5 Jahren, da waren mehr Frauen an der Universität als Männer. Und wenn man mit jungen Leuten spricht, oder so, spürt man das auch. Sie sind interessiert an unserer Kultur, sie sind interessiert an der Technik und so weiter. Das tönt jetzt alles sehr gut, lieb und nett heute Abend, aber jetzt eine direkte Frage an Herrn Botschafter Salari. Weshalb baut dann Iran eine Atombombe offenbar nach unseren Medien? Was ist da los? That's because we are not building. Weil wir keine bauen. We do not need atomic bombs. Wir brauchen keine Atomwaffen. We have created better deterrences than atomic bombs. Wir haben bessere Mittel als Atomwaffen. Deterrence, you know? Abschreckung. No, atomic bomb is the work of mad people. Atomwaffen sind das Werk verrückter Menschen. And mad ideas. Und verrückte Ideen. A bomb which doesn't segregate between the civilians, the children, and the military installations, and will wipe out everything in the whole city, is a real mad construction of the human being. Eine Waffe, die nicht unter Zivilisten und Militär unterscheidet und ganze Städte ausradiert, ist das Werk verrückter Menschen. We are not in need of that madness. Wir brauchen nicht diesen Wahnsinn. And we have better deterrences to defend ourselves. Wir haben bessere Abschreckungsmittel, um uns zu verteidigen. We have learned from the Swiss. Wir haben von den Schweizern gelernt. We have 20 million mobilization forces. Wir haben 20 Millionen mobilisierbare Soldaten. But I should tell you that Swiss also a little bit have learned from the Achaemenid period. Aber ich muss auch sagen, dass die Schweizer von der Achaemenidischen Periode gelernt haben. And the Parthians. Und von den Parthians. Who created these mobilization forces. Die dieses Modell aufgebaut haben. But anyhow, with 20 million mobilized forces, how we need any other deterrence? Warum brauchen wir andere Abschreckungsmittel, wenn wir 20 Millionen mobilisierbare Menschen haben? There are a lot of threats against Iran. Viele Drohungen werden gegen den Iran ausgesprochen. But we have very, very powerful things in our side.
wir haben auf unserer, aber sehr, sehr mächtige Sachen auf unserer Seite. I do not say anything about our military forces by myself. Ich sage jetzt nichts über unser Militär. But I refer you to the words of Mr. Meir Dagan. Aber ich weise Sie auf Meir Dagan Worte. He was the chief spy of the Zionist regime. Er war der Hauptspion des zionistischen Regimes. At the head of Mossad, when he was having a farewell speech. Als er seine Abtrittsrede hielt. He mentioned to his own government. Er sagte zu seiner eigenen Regierung. That if you want to receive 15,000 missiles in the first hour of the war. Wenn Sie in der ersten Stunde des Krieges 15.000 Raketen erhalten wollen, ja. In the first hour of the war. In der ersten Stunde des Krieges. So please then make wage a war against Iran. Dann bitte greifen Sie den Iran an. That's our deterrence. Die sind dann unsere Abschreckungsmittel. What else we need? Wir brauchen nichts anderes. And the missiles could really be targeted at the real military targets, not the civilians. Und unsere Raketen können ganz genau militärische Ziele treffen und militärische und nicht zivile. And it is impossible for any military to defend in front of such conventional forces. Und keine Armee kann sich gegen eine solche starke konventionelle Waffe verteidigen. I think it's enough for the atom bomb. Thank you. Weshalb sind denn die Sanktionen? Woher kommen die? Was will man damit bezwecken? It is to me this question also. You have to work. Yes. The sanctions are to bend the Iranians before some powers in the world. Das Ziel der Sanktionen ist, das iranische Volk in die Knie zu zwingen. They want to wipe out our resistive power. Fremde Mächte wollen unsere Widerstandskraft vernichten. But we have become sanction-proof. Aber wir sind jetzt also immun gegen die Sanktionen. You know, during the 8 years of the war, these sanctions were there. Während den 8 Jahren des Krieges zwischen Iran und Irak gab es schon diese Sanktionen. In those days, I remember that some countries in the world abstained from selling barbed wire to Iran. In dieser Zeit waren sogar einige Länder nicht bereit, dem Iran sogar Stacheldraht zu verkaufen. Barbed wire? Mm-hmm. It was good translation. Yeah. They said it's a military item. Sie sagten, es sei ein Militärmittel. But during these 8 years of the war, which Iraq imposed on Iran, aber in diesen 8 Jahren Krieg, der uns von Irak aufgezwungen wurde, we had prisoners of war from 26 nationalities. Da hatten wir Kriegsgefangene von 26 verschiedenen Nationen. It showed that it was not Iraq only at war with Iran. Dies zeigte, dass nicht nur der Irak im Krieg mit Iran war. What was the result of these 8 years of war? Was war das Ergebnis dieses 8-jährigen Kriegs? They wanted us to say yes to some powers. The sanctions are trying to do that again. Mit den heutigen Sanktionen versucht man wieder, uns in die Knie zu zwingen. But last week or 10 days ago, announcement of Madame Ashton showed that these sanctions are not of any use anymore. They said that you should not enrich uranium. Man sagt uns, wir dürfen kein Uran bereichern. But enrichment of uranium is a right recognized by NPT. Die Anreicherung von Uran ist aber ein anerkanntes Recht laut diesem Vertrag. So this shows that the system of sanctions is going to reach to its end. Das heißt, dass dann der Sanktionsprozess zu einem Ende kommen wird. Like the war, which was going to end. And we are going to promote peace altogether. Und wir werden dann alle zusammen Frieden fördern. Thank you. Dann eine kurze Frage an Dominik Bettig. Wieso macht die Schweiz die Sanktionen mit? Was haben wir davon?
Ja, ich habe etwas Mühe, das zu verstehen. Wir sind ein unabhängiges Land, wir sind neutral und der Druck gegen uns ist so hoch, dass wahrscheinlich der Bundesrat und die Bundesversammlung nichts machen kann. Das ist eine Schande. Ich habe gehört, dass die Regierung etwas macht, sodass die Sanktionen nicht so heftig gebraucht sind, aber ich bin davon nicht überzeugt. Es ist schade, dass unser Land, unsere direkte Demokratie, nicht einmal seine eigene Rolle spielen kann. Also wir müssen mit allen anderen Kulturen, Politikern diskutieren und denken. Das ist unser Recht, das ist unsere Tradition. Und wenn es Formen von Regierungen gibt, die nicht gleich wie die unsrigen sind, dann kann man auch etwas machen. Die Evolution kann selber gehen. Es braucht keine Sanktionen, es braucht keinen Krieg, es braucht keine Medialügen. Was Sanktionen betrifft, manchmal frage ich mich, ob das Sanktionen nicht ein Vorteil für das Land sind, die Sanktionen bekommen. Ich habe letztes Jahr eine Reise in Abkhazien gemacht. Dort gibt es auch wirtschaftliche Sanktionen. Ich kenne auch Iran jetzt. Und manchmal kann ich mich die Frage stellen, ist es nicht ein Vorteil, die Globalisierung, die uns gedrängt, das ist vielleicht nicht so positiv. Die Leute, die das Glück haben, ihre eigenen Ressourcen zu bauen, haben vielleicht einen Vorteil damit. Aber das ist etwas provokativ. Aber was die anderen wollen, ist natürlich die Zerstörung. Aber vielleicht ist es nicht eine Zerstörung. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Botschafter. Sie haben aufgezählt, dass Iran in verschiedenen Sachen in den vordersten Rängen der Welt ist. Wie erklären Sie die Tatsache, dass der Iran die zweithöchste Zahl von vollstreckten Todesurteilen hat, jährlich nach China und vor Nordkorea? I do not know the real proportion of Iran with the other countries, but the reason would be the very, very important other figures. We are the intersection of all drug trafficking in the world. 95% of those who are executed, according to the law, of course, and in the process of sometimes more than 5 years, a lengthy process, lengthier than giving the Iranian nationality, these are the drug traffickers. Also, er kennt nicht die genauen Zahlen, wie viele Menschen in Iran hingerichtet werden und wie das ja auch im internationalen Vergleich steht. Aber er sagt, Iran befindet sich an der Kreuzung eben der internationalen Drogenwege und 95% der Menschen, die im Iran hingerichtet werden, wurden wegen Drogenschmuggel verurteilt. And I should add that the Iranian drug traffickers who are, according to the law, executed are not more than the Iranian police officers who are killed by these drug traffickers. Und die Zahl der Menschen, die gesetzgemäß wegen Drogenschmuggel hingerichtet werden, die Zahl ist nicht höher als die der Polizisten, die von diesen Schmugglern ermordet werden. By these drug traffickers, hundreds of thousands and millions are entangled into drug addiction. Also, die Dame im Publikum sagte, dass man nicht nur die getöteten Polizisten unter den Opfern der Drogenschmuggler so rechnen soll, aber auch die jungen Iraner, die dann drogenabhängig werden. Es handelt sich um Hunderttausende, sogar um Millionen von jungen Iranern. And during the past decades, 4,000 police officers have been killed in fight with these drug traffickers. Im letzten Jahrzehnt wurden 4000 Polizisten bei der Bekämpfung des Drogenhandels getötet. I very much thank you for raising this question. Ich bedanke mich dafür, dass Sie diese Frage erwähnten. But I should let you know how these drug traffickers are behaving. Aber ich müsste Ihnen erklären, wie diese Drogenschmuggler handeln. They enter from our borders with Afghanistan and Pakistan.
sie kommen über unsere Grenze mit Pakistan und Afghanistan in Iran. Because the main factory of opium and drugs is nowadays Afghanistan under the Allied or NATO forces. Weil der Haupthersteller von Opium ist heutzutage der Afghanistan, der ja von den Alliierten geführt when wird. When they pass our borders, they are riding bulletproof vehicles which armies use. Wenn sie nach Iran kommen, haben sie gepanzerte Wagen. And they have very very heavy guns. Und schwere Maschinengewehre. Anti-air missiles sometimes. So Luftabwehrraketen manchmal. And these are an army really. Und sie sind quasi wie eine Armee. When an army is in fight with you, what should you do with that army? Wenn eine fremde Armee sie angreift, wie sollten sie reagieren? Should you make peace with them simply and kiss them? Sollte man mit ihnen einfach Frieden schließen und sie umarmen? Or you should take them and stop them from any other crime in future. Oder soll man sie verhaften und daran verhindern, in der Zukunft noch weitere Verbrechen zu begehen? In some period of our revolution, the death penalty was coming down. Zu gewissen Momenten während der Revolution gab es weniger Todesurteile. And we freed these drug traffickers. Und wir haben dann diese Drogenschmuggler, Drogenhändler freigelassen. But after some months or years, we saw them again killing our police officers. Aber nach einigen Monaten oder Jahren waren sie wieder da und töteten unsere Polizisten. And again continuing their crime. Und machten weiter mit ihrem Geschäft. If any country wants to take them as refugee, we are free. To leave them. Wenn ein Land bereit ist, diese Kriminellen als Flüchtlinge aufzunehmen, bitte sehr. I don't say that in Iran we are free of any kind of crime. Ich sage nicht, dass es in Iran keine Verbrechen gibt. But I should say that there is no hungry man or woman anymore in Iran. Ich kann Ihnen aber sagen, dass in Iran kein Mann, keine Frau mehr unter Hunger leidet. All fair media are really welcome. By any independent individual, including myself and my nation. Also jeder Mensch, auch ich und mein Land, sind froh über faire Berichterstattung. But I should say that at the present world, unfortunately, the media are fighting the wars before the militaries. Aber heutzutage führen die Medien Kriege vor dem Militär, leider. And sometimes they love wars more than the military personnel. Und so manchmal lieben die Medien Kriege sogar mehr als das Militär. This morning, a very well-known professor at Bern University, who lives in Luzern, came to my office and showed me a newspaper article, a Luzern newspaper, that there is something taking place in Luzern, in Bahnhof, our session. Which is very dangerous. Heute kam ein Professor, der in Bern lebt, aber aus Luzern ist, kam zu mir mit einem Zeitungsbericht, der sagte, ja, hier heute in Luzern findet ein gefährlicher Anlass statt, dieser Anlass heute hier. And they said that the ambassador of this country named Iran should not have the right to express his views. Und im Zeitungsbericht stand, dass der iranische Botschafter nicht das Recht haben dürfte, hier seine Meinung zu äußern. It shows that some media are fearful of diffusion of the facts and realities. Einige Medien scheinen Angst davor zu haben, also vor einer Verbreitung von Wahrheit und Fakten. I bring you an example. I know you are very tired now. Noch ein schnelles Beispiel, denn ich weiß, dass Sie müde sind. And our hosts are very generous, but they did not offer any dinner for us. Unser Gastgeber ist sehr großzügig, aber es gab kein Abendessen. But 27 years ago, I think, in the midst of the war that Iraqis had imposed on Iran. Vor 27 Jahren, inmitten des Krieges zwischen Iran und Irak, ein Krieg, der uns aufgezwungen wurde. I was working in the Department of the Foreign Ministry
responsible for European affairs. Ich habe damals in der Abteilung des Außenministeriums gearbeitet, die für Europa zuständig war. We received a very, very horrific film from the television, a television station in Italy. Wir haben da einen Film erhalten aus Italien, der in den Medien ausgestrahlt wurde. Einen schrecklichen Film. It showed some Iraqi soldiers. Es zeigte irakische Soldaten. That their feet was tied to two jeeps. Die Füße, also die Beine dieser Soldaten waren an zwei verschiedene, also Autos gebunden. And they showed that these jeeps and the drivers of the jeeps, these cars, military jeeps, were the Iranians who pulled this Iraqi and turned it into two pieces. Und man zeigte dann eben, wie die Motoren angeworfen wurden und dann diese irakischen Soldaten angeblich vom iranischen Militär in zwei gerissen wurden. After 3 years of judiciary proceedings, nach 3 Jahren eines langen Rechtsstreits, the institute holding this television company, das Institut, das dann diesen Fernsehsender kontrollierte, was condemned, wurde verurteilt. It was revealed that the poor soldier was an Iranian. Es wurde bewiesen, dass die Soldaten, die gefoltert wurden, in Wirklichkeit iranische Soldaten waren. Was turned into two pieces by the Iraqis. Und die Folterer waren Iraker. But they had worn on him the uniforms of the Iraqi soldiers. Aber diese irakischen Soldaten trugen iranische Uniformen. Also das war eine And Täuschung. The media had aggrandissement. Und die Medien haben das dann alles haben das aufgebauscht. And some $100,000 of fine was waged against this. Station. Und dieser Fernsehsender musste dann hunderttausende Franken dann also Buße zahlen, ja. A movie was made in Iran, a documentary was made. Ein Dokumentarfilm wurde im Iran über diese Sache regarding gemacht. Regarding this case. And it was revealed that the Iraqi embassy had given the video cassette. In those times we had video cassettes to that station. Und es stellte sich heraus, dass die irakische Botschaft dem italienischen Fernsehsender die Videokassetten überspielt hatte. To defame the Iranian soldiers and the Iranian nation. To defame the. Um die iranischen Soldaten und die iranische Nation, durch den Kakao zu ziehen. Many of present-day diffusions and propaganda are exactly like that. Und heutzutage geht es auch noch so zu. They make the victim the murderer. Sie machen aus Opfern Mörder. And they make the murderer as the victim. Und stellen die Mörder als Opfer dar. I hope this is not repeated in future by the wisdom of the viewers. Ich hoffe, dass das nicht wieder vorkommen wird dank der Weisheit der Zuschauer. Thank you for your patience. Okay. First you should request for a visa for with a card. Sie brauchen zuerst ein Visum. Then our consular department would be at your disposal. Und dann würde unsere Konsulabteilung zur Verfügung stehen. But be careful with a car in Iran, you will have an awful time. Passen Sie auf, wenn Sie in Iran fahren, das wird eine schreckliche Zeit. I, as the ambassador of the country, would not recommend you to take your car to Iran. Ich würde Ihnen als Botschafter Irans nicht empfehlen, den eigenen Wagen nach Iran zu nehmen. Because the people are really driving very independently. die Leute fahren dort auf eine sehr eigenartige Weise. Ich war 1979 schon mit dem Auto im Iran. Ja. Okay. He was in Iran in 1979. With a car? With my hometown. Yes, please. So I'm very happy that you are alive. Ja, er sagte, es freut mich zu sehen, dass Sie noch leben. Africa were occupied.
um diese Mängel der westlichen Kolonisten zu kompensieren. When the Chinese refused the import of opium by Britain, which promoted opium addiction, opium war waged on China by Britain. Als die Chinesen nun sich weigerten, von den Briten das Opium einzuführen, da es abhängig macht, starteten die Briten den sogenannten Opiumkrieg gegen China. How this opium was cultivated? Wie wurde das Opium nun angebaut? When they occupied, the British occupied India, they changed rice paddies into opium farms to produce opium to be exported to China to make for the trade deficit with China. Als nun die Engländer Indien in Besitz nahmen, wechselten sie die Frucht der Felder von Reis in Opium und dieses dort angebaute Opium wurde nach China exportiert, damit das Handelsdefizit, das England mit China hatte, aufgehoben wurde. Later on, after this opium war, which by its name is also very ugly, we had destructions and even atom bombs to be used against these nations to keep them under the yoke of the Western hegemons. Später dann, als dieser hässliche Opiumkrieg zu Ende war, benutzte der Westen Zerstörung, ja bis hin zu Atombomben, um diese Länder unter dem Diktat und dem Joch der westlichen Länder zu halten. Then the whole crops were manipulated. Dann wurde die ganze Ernte manipuliert, und zwar um das Handelsdefizit mit den europäischen Kolonisten zu manipulieren. Zum Beispiel Reisfelder in Indien wurden umverwandelt in Mohnfelder, um Opium zu produzieren. Dieses Opium wurde dann nach China exportiert, um so Großbritanniens Handelsdefizit mit China auszugleichen. I explain this slide now for you, that how the world was changed and how the colonialists came there. But from 60 years ago, this trend changed. Nennt man auch das Maria-Kapitel. I hope that you could read for yourself. Ich hoffe, dass ihr diese Verse für euch selbst lesen könnt. In some silence. Und zwar in einer andächtigen Stimmung. The most beautiful verses of Quran about the most beautiful body and person and the most sacred woman, as Quran says, in the whole world. Und wir sprechen hier über die wunderbarsten Verse des Korans, den wunderbarsten Körper und die wunderbarste Frau, die der Koran kennt, und eine große heilige Person. Gedenke im Koran Marias, als sie sich von ihren Angehörigen entfernte und an einem Ort im Osten aufhielt. Sie trennte sich von ihnen durch einen Vorhang, und wir schickten ihr unseren Geist Gabriel, der sich ihr in der Gestalt eines wohlgeformten Menschen zeigte. Sie sagte: Ich bitte Gott, dem Barmherzigen, um Beistand gegen dich. Du mögest gottesfürchtig sein. Ich bin doch ein Bote deines Herrn, damit ich dir einen reinen Sohn beschere. Da sagte sie: Wie könnte ich einen Sohn bekommen, wo mich kein Mann berührt hat und ich nicht unkeusch gewesen bin? Er antwortete: So ist es. Also sprach dein Herr: Das ist mir ein leichtes. Wir machen ihn zu einem Zeichen für die Menschen, als eine Barmherzigkeit von uns. Es ist eine beschlossene Sache. So empfing sie ihren Sohn und begab sich mit ihm in ihrem Leibe an einen fernen Ort. I go a little faster. I know that you could have access to Quran on the internet and these chapters especially. It was only an opening for you to go and make more inquiry about what the two very great religions of Islam and Christianity have in common. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller vorwärts, denn ich bin überzeugt, dass ihr selbst Zugang habt durch das Internet auf den Koran, und so werdet ihr euch Informationen holen über die zwei größten großen Religionen, die es gibt, nämlich den Islam und das Christentum und das, was sie gemeinsam haben. Now we go to the main subject. Und nun kommen wir zur eigentlichen Botschaft. I'm very grateful to the
organizers of this gathering, especially our friend Mr. Sasek. Ich bin sehr dankbar den Organisatoren dieser Konferenz und ganz speziell dem Herrn Ivo Sasek. As the representative of my country, Islamic Republic of Iran, I should talk about Iran. Natürlich werde ich als Repräsentant meines Landes, der Iranischen Republik, über die Republik Iran sprechen. But tonight, today, before talking about Iran, I would rather talk about the world geopolitics. Aber bevor ich jetzt über den Iran spreche, möchte ich über die weltgeopolitische Lage sprechen. Our world is in a process of deep change. Unsere Welt befindet sich in einem Prozess gravierender Veränderung, an einem wirklichen Wendepunkt und ist an einem Machtwechsel angekommen. We are witnessing a great shift of power in the world. And how this shift of power has taken place. From 400 years ago, the world. Seit nun 400 Jahren verliert die Welt immer mehr ihr Gleichgewicht. The justice, die Gerechtigkeit und auch die Proportionen der Gerechtigkeit sind in dieser Welt immer mehr verloren gegangen. Und wie ist das passiert? Die Kolonialisierung hat eine totale Ungerechtigkeit in der Welt hervorgerufen. Sie plünderten die gesamten Ressourcen des Planeten, und zwar zugunsten von einem ganz kleinen Anteil der Weltbevölkerung. Bis zu dem Zeitpunkt, als die Kolonialisten an die Macht kamen, waren die Ressourcen der Welt eigentlich sehr gleich verteilt unter den Nationen der Welt. The resources of the world were distributed rather fairly among the nations of the world. For example, zum Beispiel gehörten 30 bzw. 20% der Weltproduktion China und Indien im Verhältnis zu ihrer Fläche und Bevölkerungsgröße. Und Europäer hatten beständige Handelsdefizite mit diesen beiden. Aufgrund dieser Tatsache nun entstand die Idee des Kolonialismus. Indien, dann China und ganz Asien und folglich auch Afrika wurden besetzt. Im Jahr 2000 war er Botschafter des Iran in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 2006 Generaldirektor für Bewertung und Aufsicht im Außenministerium. 2008 stellvertretender Minister für Amerika im Außenministerium. Und heute vertritt er den Iran als Schweizer Botschafter in Bern. Wir sprechen hier, jetzt darf ich Sie nach oben bitten und bitte ihn ganz herzlich willkommen zu heißen. Wir sprechen von niemand Minderem als seine Exzellenz Dr. Alireza Salari. Herzlich willkommen. Seine ganz mächtige Ehre, Sie in unserer Mitte willkommen zu heißen. Dr. Salari wird über 140 Jahre Freundschaftsvertrag zwischen Schweiz und Iran sprechen. Haben wir noch nie sowas gehört? Das ist schon die erste Enthüllung. Er wird über das sprechen, was man über den Iran wissen sollte. Aus erster Hand, unzensiert, hier bei der AZK. Im Namen Gottes, in the name of God. Des Barmherzigen. I would like in the beginning to present some verses of Quran, the sacred book of the Muslims and all believers in one God. Ganz am Anfang möchte ich einige Verse des Korans zitieren, welches ein heiliges Buch ist der Moslems und aller Gläubigen an einen Gott. About a very sacred person, which is Maria, Mariam. Über eine sehr heilige Person, nämlich Maria, Mariam. These are the verses. Dies sind die Verse. Saint Maria. Und zwar über die heilige Maria. The mother of Jesus Christ, peace be upon him.
die Mutter von Jesus Christus, Friede sei mit ihm. The whole chapter, or in Arabic named Surah, is named after Saint Maria, Maria chapter. Dieses gesamte Kapitel im Arabischen nennt man eine Sure. Aber ich will jetzt einleiten, ich will über den ersten Referenten etwas sprechen und ich hoffe, ihr versteht, warum ich diese Vorrede so gewählt habe, dass wir uns weit öffnen. Das erste Thema, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen, das erste Thema geht um den Iran. Iran ist im Moment in den Medien, wird schlecht geredet, der Iran wird so fast als Feind der Menschheit deklariert. Also wenn man auf die Massenmedien hört, schneidet der Iran denkbar schlecht ab. Das ist dann diese Nation, die im Begriff ist, eine Atombombe zu bauen, die man fürchten muss, sodass Israel mit seinen 200 Atombomben sich zur Notwehr gedrängt fühlt und so weiter. Er kennt die Schlagzeilen über den Iran, sie können schlechter nicht sein, was man alles über Ahmadinejad und so weiter erzählt. Das braucht eine Gegenstimme. Mir war es darum wichtig, einen Mann auszuwählen als Referenten, als ersten Referenten heute. Ein Mann, der von der allervordersten Front ist. Ich beschreibe kurz diesen Mann, den ihr jetzt hören werdet. Dieser Mann, den ihr jetzt hören werdet, er war schon 1980, also vor 32 Jahren schon, war er Generaldirektor des iranischen Radios und Fernsehers. Also vor 32 Jahren schon Generaldirektor des iranischen Radios und Fernsehers. 1984 war er Bereichsleiter des Europäischen Politischen Ministeriums im Außenministerium. 1985 war er Botschafter der Islamischen Republik in Belgien. Bereichsleiter der iranischen Delegation der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaften. 1988 war er Generalsekretär der Vereinigung für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 1998 Generaldirektor des Ministeriums für Ostasien und Ozeanien im Außenministerium.